Damit beweist sich einmal mehr, Gefährlichkeit ist keine Frage der Größe. Der blaugeringelte Krake ist eines der weltweit giftigsten Tiere überhaupt. Er pirscht sich überlegt und langsam an. Dieser Tintenfisch ist ein geduldiger Jäger. Er gründelt am Boden der Gezeitenzone auf der Suche nach kleinen Krustentieren. Mit seinem Mantel pumpt er Wasser durch eine Art Rüssel. So spült er Sedimente auf, unter denen sich vielleicht Beute versteckt hält. Gepanzert und gut bewaffnet ist diese Krabbe durchaus nicht wehrlos. Um selbst nicht verletzt zu werden, muss der blaugeringelte Krake geschickt vorgehen. Er greift das Krustentier aus dem Hinterhalt an. Mit seinen 8 Tentakeln setzt er die Fangscheren der Krabbe außer Gefecht. Und dann folgt sein tödlich giftiger Biss. Sein scharfer Schnabel durchdringt mit Leichtigkeit den Panzer der Krabbe. Der tödliche Giftcocktail wirkt rasch. Der messerscharfe Schnabel knackt mühelos den Krustenpanzer, um an das zarte Fleisch zu gelangen.